Hallöchen und herzlich willkommen bei Florence's Keto World rund ums Thema ketogene Ernährung, Ketose, Keto-Start, wie du die ketogene Ernährung vegetarisch ganz, ganz einfach in deinen Alltag integriert bekommst mit wenigen fancy Zutaten, ohne viel Aufwand und Fratzfatz und vor allem mit Genuss und entspannt, ganz ohne Kalorien zählen oder tracken. Ich zeige dir hier regelmäßig verschiedene Kochvideos mit einfachen, kurzen Rezepten, die du ganz, ganz einfach umsetzen kannst. Sie sind alle vegetarisch, teilweise sogar vegan. Und hier gibt es auch jeden Donnerstag ein Wissensvideo rund ums Thema ketogene Ernährung, Ketose, auch zum Thema Fasten und vor allem aber viel mehr. Was muss ich beachten? Worauf kommt es an? Alle möglichen Fun Facts rund ums Thema Ketose findest du hier auf dem Kanal. Und natürlich auch praktische Tipps und Tricks für die Umsetzung, sodass du einfach geballtes Wissen hier findest. Alles, was du brauchst, um mit der ketogenen Ernährung zu starten oder um weiterzukommen, wenn du es schon länger machst, da bist du hier genau richtig. Videos erscheinen immer donnerstags und sonntags um 12 Uhr und kleinere Short-Videos mit kurzen, knackigen Rezepten findest du immer mal wieder zwischendurch in der Woche. Heute wird es mal wieder vegan, denn ich bin immer noch im Zuge meiner 14-Tage-Vegan-Challenge. Und Keto-Vegan mache ich nämlich gerade für 14 Tage. 7 Tage habe ich schon geschafft. Und deswegen machen wir heute ein veganes Keto-Dessert. Und unser Superstar heute ist dieses gute Stück. Das ist eine Avocado. Und wir machen eine Avocado-Schokomousse mit nur 3 Zutaten. Das ist der Oberklassiker in der ketogenen Ernährung. Avocado ist eins der besten Fette, die du essen kannst, wenn du sagst, du willst dich ketogen ernähren. Wirklich ganz, ganz tolle ungesättigte Fettsäuren, auch viele Vitamine, Mineralien. Und richtig, richtig gut, gerade für Veganer, um auf die nötigen Fette zu kommen. In Deutschland ist die Avocado ein bisschen, klimabelastet. Das bedeutet, die Klimabilanz der Avocado ist nicht ganz so gut. Hier ist es halt so, einfach mal drauf schauen und drauf achten. Vielleicht nicht so oft Avocado konsumieren, aber wenn, dann auf jeden Fall in Form von diesem leckeren Schoko-Avocado-Mousse oder Pudding, nenn es wie du willst, den wir jetzt machen werden, mit nur 3 Zutaten. Also du brauchst wirklich überhaupt nicht viel. Und es wird ober lecker und jetzt zeige ich dir auch schon gleich, wie diese 3 Zutaten aussehen. Avocado ist schon mal die erste. Ja, das ist alles recht überschaubar. Wir haben die Avocado, wie gesagt, eine ganze Avocado. Die ist jetzt sehr groß. Da könnt ihr dann auch 2 nehmen. Dann habe ich Stevia, da könnt ihr auch Erythrit nehmen. Ich habe hier flüssigen Stevia. Könnt aber auch Puderform nehmen. Ein bisschen Zimt, Kakao, Backkakao ohne Zucker, ganz, ganz wichtig. Und ein bisschen Wasser oder Mandelmilch, je nachdem, um die Konsistenz entsprechend anzupassen. Und wir brauchen einen Mixer. Als allererstes schneide ich die Avocado mal auf. Ich hoffe, die ist noch gut, weil die ist schon sehr, sehr weich. Aber gerade mit weichen Avocados lässt sich eben dieses Schokomousse noch besser machen. Ich mache jetzt eben mal hier den Mixer auf. Denn wir machen jetzt die Avocado ganz, ganz einfach. Ich habe sie aufgeschnitten. Jetzt nehme ich einen Löffel und gehe hier am Rand entlang. Die ist jetzt schon richtig gut reif. Also die hat wirklich jetzt eigentlich die perfekte Konsistenz für dieses Avocado-Schokomousse. Es wird eigentlich eher so ein Pudding. Kommt hier jetzt rein. Dann nehme ich den Kern mal raus. Und jetzt mit dem nächsten Löffel die auch einfach hier rausnehmen. Es geht ganz, ganz einfach. Wenn die Avocado reif ist, dann ist es meistens leichter. Wenn sie noch nicht so reif ist, dann ein bisschen schwieriger. Das kommt hier rein. Wunderbar. Yummy, yummy. So, jetzt sollen wir ein bisschen Stevia noch mit rein. Wir müssen das Ganze ja süßen. Nein, das ist jetzt keine Guacamole, sondern Schokomousse. Ich mache jetzt Stevia auch noch mal ein bisschen was rein. Ich werde das dann einfach noch ein bisschen abschmecken. Und dann kommen noch ein bisschen Kakao. Das mache ich jetzt auch einfach mal nach Gusto. Je nachdem. Ich glaube, das dürften jetzt dann schon so 5 Esslöffel müssen es schon sein, damit es einfach auch schokoladig schmeckt und nicht so sehr nach Avocado. So, Backkakao kommt rein und ein bisschen Zimt, weil Zimt passt, finde ich, auch immer sehr, sehr gut. Genau, und jetzt werde ich mal schauen, ob ich da, vielleicht mache ich schon mal einen Schuss Wasser rein. Ihr könnt auch Mandelmilch nehmen, zum Beispiel, um das Ganze einfach ein bisschen zu verdünnen, damit der Mixer auch nicht so hart zu arbeiten hat. Und das Ganze mixen wir jetzt durch. Und die Avocado war jetzt natürlich super weich, entsprechend ist es ziemlich schnell gegangen. Je nach Konsistenz könnt ihr jetzt noch ein bisschen Wasser hinzufügen. Ich mag es jetzt eigentlich so ganz gerne, muss ich sagen. Also schon ein bisschen dickflüssiger. Das Ganze machen wir dann in den Kühlschrank, damit es durchkühlen kann. Aber als erstes fülle ich das mal in ein Glas. Ihr könnt dann auch, wenn ihr wollt, einfach vorm Servieren noch zum Beispiel ein paar Beeren dazu machen
Oder ihr macht ein bisschen noch Kakaonips rein oder Kokosraspeln obendrauf. Also da könnt ihr wirklich machen, was ihr wollt. Und genau, man sollte es auch ein bisschen abschmecken, um einfach zu schauen, ob es die richtige Süße hat. Wer will, kann auch ein bisschen Schokoproteinpulver zum Beispiel noch mit reinmachen zu dem Backkakao für die Süße und für den Geschmack. Wie gesagt, eure Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt ja wirklich kombinieren, wie ihr wollt. Aber die Konsistenz ist schon mal super. Also für zwei Avocados, in dem Fall zwei kleine Avocados oder eine große, empfehle ich jetzt 5 Esslöffel Backkakao zu nehmen und einfach nur einen kleinen Schuss Wasser. Weil die Avocado jetzt schon so reif ist, braucht es eigentlich auch gar nicht so viel Wasser, weil ja, die Konsistenz ist super. Das Ganze machen wir, lassen wir dann im Kühlschrank noch ein bisschen durchziehen, damit es alles ein bisschen fester wird. Und dann wird es richtig mousse-mäßig. Und dann könnt ihr das einfach so zum Nachtisch ja, essen, mit ein paar Beeren zum Beispiel. Also eine super Sache. Und vor allem, das ist halt ein richtig gutes veganes Dessert. Auch für Keto, auch für Nicht-Veganer, top geeignet. Super Fette sind drin. Kakao ist auch richtig, richtig gut in der veganen Ernährung und hält auch ganz, ganz viele Vitamine. Und ja, ist wirklich zu empfehlen. Also Backkakao oder auch Rohkakao. Wirklich toll. 100%ige Schokolade ist auch super bei Keto. Also da sind wirklich ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Stoffe drin. Müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Und ja, hier haben wir entsprechend alles Mögliche drin, alles, was das Herz begehrt. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen zuckerfreie Schokolade zum Beispiel da rein, also schmelzen und da rein tun, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, das braucht es gar nicht. So, so sieht jetzt mein Mousse aus. So, ihr seht, viel kommt da jetzt nicht bei raus. Also das ist jetzt aus einer Avocado, das sind jetzt vielleicht 2 Portionen, weil das ist doch sehr fett- und kalorienreich. Ihr könnt es aber auch mit ein bisschen Joghurt mischen oder einfach wie ihr mögt. Super gut zum Mitnehmen, gerade wenn ihr es in so ein kleines Glas packt. Natürlich müsstet ihr dann für 4 Personen einfach die doppelte Menge machen. Entsprechend, ich mache hier immer nur so kleine Portionen, immer nur so für 1 bis 2 Personen. Einfach für den kleinen Bedarf, aber das kann man auch immer alles verdoppeln. Und ja, das machen wir jetzt im Kühlschrank, aber die Konsistenz ist schon mal echt puddingmäßig. Und ich habe schon probiert, das schmeckt richtig, richtig gut. 3 Zutaten. Schokomousse kommt jetzt in den Kühlschrank und Leute, es ist wirklich sehr, sehr fein. Also ja, ich freue mich darauf, das dann zu verzehren. Ich würde es jetzt ungefähr 2 Stunden im Kühlschrank schon lassen, einfach damit das wirklich perfekt auf den Punkt gekühlt ist. Und das war's dann auch schon für dieses kurze, knackige Video mit einem 3 Zutaten veganen Schokomousse-Rezept mit tollen Fetten. Super gesund, super gut in der ketogenen Ernährung, unterstützt auch die Ketose. Kommt dann einfach auch zu Hilfe, wenn man sagt, man hat nicht genug Fett zu sich genommen aus der Avocado. Die Fette, das kann man ungetrost essen. Das sind super hochwertige Fette und damit tut ihr eurem Körper auf jeden Fall was Gutes. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schick mir doch einen Daumen hoch und abonniere auch gerne den Kanal und klick unbedingt auf Subscribe. Und aktiviere diese Glocke, um auch immer up to date zu sein, wenn ich ein neues Rezeptvideo hochlade, was eben, wie gesagt, jeden Donnerstag und jeden Sonntag geschieht. Und ich freue mich natürlich auch über deine Kommentare, wie dir das Mousse geschmeckt hat und auch deine Rezeptwünsche in den Kommentaren. Die versuche ich dann auch umzusetzen und dann werde ich dich natürlich auch in meinem YouTube-Video erwähnen. Ich werde es dir widmen, wenn du mir sagst, was du dir von mir wünschst und was ich mal für dich ketogen kochen soll. In dem Sinne, lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.